Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Heute geht's weiter in unserer Tapas-Reihe. Letzte Woche hatten wir ja die gebackenen Champignons mit Tartarsoße. Verlinke ich euch im Laufe des Videos. Heute kommt Teil 2. Wir machen Garnelenspieße mit einem Mango-Maracuja-Dip. Viel Spaß! Kühnes Kochkanal. Für unseren Mango-Maracuja-Dip benötigen wir eine Mango, eine Maracuja bzw. eine Passionsfrucht. Dann brauchen wir noch etwas Honig. Ich weiß nicht, ob wir den wirklich brauchen. Da müssen wir abschmecken. So, unsere Garnelenspieße. Vorgekochte Garnelen. Wir brauchen kleine Holzstäbchen, die wir vorher einweichen. Ein wenig Knoblauchöl und das verfeinern wir mit einem kleinen Spritzer Zitronensaft. So, als erstes werden wir unsere Mango pürieren. So, nachdem unsere Mango püriert wurde, kommt unsere Maracuja dazu. Die löffeln wir schön aus. Ja, muss schon mal gucken, wo ich löffle. Ja, ist ja auch richtig. So, so, die wird jetzt untergerührt. Und es schmeckt jetzt noch mal ganz kurz ab, aber ich denke, wir brauchen Honig, oder? Ich weiß es nicht, ich muss einen Löffel holen. Bisschen vielleicht. Ich würde sogar einen Tuck Zitronensaft reinmachen. Helmut probiert gleich und dann sehen wir uns wieder. Okay. So, Helmut hat gekostet. Ich bin der Meinung, hier machen wir ein bisschen Honig rein, aber wirklich nur einen Teelöffel, um das Ganze abzurunden. Und ich habe eine Zitrone, ein paar Spritzer Zitrone. Das waren ein paar gute Spritzer. Das Ganze rühre ich unter. Jetzt bin ich ans Wasser. Oh ja, wieder. Oh ja. Gut, und somit stellen wir das Ganze erstmal beiseite in ein Schüsselchen. Und wir machen dann mit den Garnelenspießen weiter. Ja, Freunde, wir sind jetzt draußen am Grill. Ich habe unsere Grillpfanne vorgeheizt. Da kriegt man die besser gewendet. Und nach kommen jetzt unsere Garnelenspieße drauf. So. Einmal kurz drauf, danach wende ich sie, lege sie beiseite und verfahre mit den anderen genauso. Und dann sehen wir uns drinnen wieder. So sehen nun unsere Garnelenspieße aus. Ich mache kurz etwas Knoblauchöl darüber. Ganz leicht. Ein bisschen dünner leicht. So. Und etwas Zitronensaft. So. Das Ganze kommt jetzt in ein Schälchen. Und dann geht es auf den Tisch zu unseren anderen Tapas. Ja, kurzes Fazit, also Garnelenspieße, wie immer, super, aber der Dip dazu, das ist der Hammer. Wenn ihr was über habt, kleiner Tipp, wir haben da noch ein bisschen Frischkäse untergerührt, ein bisschen Gewürz noch, genialer Brotaufstrich oder auch für Brötchen, Weißbrot, wie auch immer. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, netten Kommentar,
über ein Abo. Könnt ihr immer unten rechts machen, würden wir uns sehr freuen. Noch mehr freuen würden wir uns, wenn ihr demnächst wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Nächste Woche gibt es Tapas Teil 3. Wir wünschen euch noch einen schönen Sonntag und sagen Tschüss. Kühnes Kochkanal.